Fachwerkausfachungen werden außen in der Regel mit Gräfix-Kalkprodukten verputzt. Die ersten beiden Lagen bilden der Kalkgrundputz H-Grob und Gräfix-Feinputz. Der abschließende Anstrich erfolgt mit Gräfix 680 Kalkfarbe. Dies dient der farblichen Egalisierung und dem Wetterschutz. Gräfix-Putze sind zementfreie Luftkalkmörtel für die Denkmalpflege. Sie sind ideal für Claytec-Lehm-Untergründe geeignet. In diesem Video stellen wir alle drei Produkte als Systemputzaufbau auf einer idealtypischen Gefachfläche vor. Gräfix Kalkgrundputz H-Grob ist ein zementfreier Luftkalkmörtel mit einer sehr grobkörnigen Zusammensetzung. Wie historisch bei Kalkaußenputzmörteln vielfach üblich, enthält er Tierhaare zur inneren Armierung. Der Putz wird ausschließlich als Handputz verarbeitet. Der ein- oder mehrlagige Grundputz eignet sich aufgrund seiner angepassten geringen Druckfestigkeit optimal für den Einsatz auf Claytec-Lehmstein leicht NF 1200. Zur Vorbereitung des hier gezeigten Gefachmauerwerks mit unseren Claytec-Lehmstein leicht NF 1200 als Untergrund für Gräfix Kalkaußenputze empfehlen wir unser YouTube-Video Claytec-Lehmstein leicht NF 1200. Die Mörtelbereitung wird mit einer Wasserzugabe von ca. 8 Liter pro 30 Kilo Sack in handelsüblichen Freifallmischern, Teller- und Trogzwangmischern oder, wie hier, in kleineren Mengen mit dem Motorquirl ausgeführt. Für das Anmischen empfehlen wir das Tragen einer Staubmaske. Vor Beginn der Putzarbeiten wird das Mauerwerk abgebürstet, um losen Sand und Staub zu entfernen. Vor dem Auftrag der ersten Putzlage wird das Gefach sorgfältig angenässt. Lehmsteine haben ein sehr großes Wasseraufnahmevermögen, dem Kalkputz darf nicht das für den Abbindeprozess notwendige Wasser entzogen werden. Bei jedem Gefach muss erneut geprüft werden, ob noch ausreichend Feuchtigkeit im Untergrund ist. Dabei darf der Untergrund jedoch nicht wassergesättigt werden, der Lehm muss lediglich eine durchgängig dunkle Farbe zeigen. Kalkgrundputz H-Grob wird direkt auf das Lehmsteinmauerwerk aufgebracht. Die erste Lage des Kalkgrundputzes wird idealerweise per Hand mit dem Holzbrett aufgezogen. Der Mörtel wird dabei mit Kraft an den Putzuntergrund gepresst und in Zickzackbewegungen eingearbeitet. Die Fugenrücksprünge müssen vollständig gefüllt und verpresst werden. Metallglätter sind für Grundputzlagen weniger geeignet. Beim Aufziehen wird vom Gefachrand aus in die Gefachfläche gearbeitet. Der Gräfix Luftkalkmörtel muss während der Abbindezeit vor Regen, direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Wind geschützt werden. In sehr kritischen Bewitterungssituationen empfehlen wir unser spezielles Edelstahlputzträgergewebe, das wir eigens für die Fachwerksanierung entwickelt haben. Die Dicke des Kalkgrundputzes H-Grob darf pro Lage 8 mm nicht unterschreiten und 12 mm nicht überschreiten. Darum sollte das Mauerwerk von der äußeren Balkenbundseite 15 mm zurückspringen. So stehen für den Unterputz 12 und für den Deckputz 3 mm zur Verfügung. Für die Decklage muss der Kalkgrundputz H-Grob vollständig abgebunden und getrocknet sein. Dabei können Risse auftreten. Der Kalkunterputz ist Grundlage für den Deckputz Gräfix 61 Kalk Dünnschichtputz Fein. Wenn raue Oberflächen gewünscht sind, kann er auch direkt gestrichen werden. Die 3 mm dicke Decklage aus dem feinkörnigen Gräfix 61 Kalk Dünnschichtputz Fein wird zunächst angemischt. Für das Anmischen empfehlen wir das Tragen einer Staubmaske. Unter Wasserzugabe von ca. 8 Liter pro 30 Kilo Sack kann das Material mit dem Motorquirl in großen Mengen auch mit handelsüblichen Freifallmischern, Teller- und Trogzwangmischern angemischt werden. Der Gräfix 61 Kalk Dünnschichtputz Fein wird mit Claytec Japankellen oder Metallglättern aufgebracht. Auch hier gilt, das Aufziehen und Glätten erfolgt vom Gefachrand aus in die Gefachfläche. Ein Cutter oder Messerschnitt am Balkenanschluss ist zu empfehlen. Eine Einschnitttiefe von 2 bis 3 mm reicht aus. Der Balkenanschluss soll nicht als Phase ausgeführt werden. Die Kalkfeinputzdecklage wird abhängig von Temperatur, Putzdicke und Saugfähigkeit des Untergrundes nach einiger Zeit verrieben oder anders gestaltet. Zur farblichen Egalisierung und um einen ausreichenden Witterungsschutz zu gewährleisten, ist der Putz vor dem ersten Frost mit einem diffusionsoffenen, möglichst wenig schichtbildenden Anstrich zu versehen. Dazu ist Gräfix 680 Kalkfarbe ideal geeignet. Die authentische Gräfix Kalkfarbe besteht aus Sumpfkalk und Marmormehl. Sie ist für eine normale Beanspruchung durch die Witterung geeignet.
Bei stark witterungsbelasteten Fachwerkfassaden ist ein Anstrich mit Silikatfassadenfarbe zu empfehlen. Unter Wasserzugabe von 10-30% wird die Graefix 680 Kalkfarbe gründlich aufgequillt. Je nach Verwendungszweck ist eine größere Wasserzugabe notwendig. Der Kalkanstrich ist durch die Wasserzugabe auf das Saugverhalten des Untergrundes abzustimmen. Eine Orientierungshilfe besagt, dass er mindestens 10 Minuten nass auf der Oberfläche stehen bleiben soll. Idealerweise wird der Anstrich freskal, das heißt auf den festen, aber noch feuchten Putz aufgetragen, um dann zusammen mit diesem abzubinden. Der Anstrich erfolgt mit der Bürste. Trockener Putz wird 1-2 Tage vor der Ausführung mit sattem Sprühnebel vorgenässt. Ein weiteres Vornässen erfolgt unmittelbar vor jedem Anstrich mit feinem Sprühnebel. Der Anstrich wird in der Regel 3-mal aufgetragen.